Es gibt derzeit einen geradezu erstaunlichen Gleichklang zwischen Chinas Propaganda und dem Mindset der Mentalität der westlichen Aktienmärkte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Woche. Was wird heute passieren? Nun ja, vielleicht nicht allzu viel. Wir haben heute President's Day in den USA. Dementsprechend sind Amerikas Aktienmärkte zu. Und wir wissen, wenn das der Fall ist, dann geht vielleicht hier in Europa ein, zwei, zweieinhalb Stunden etwas an den Aktienmärkten und dann ist finito. Dann legen sich alle schlafen und fallen ins Vollkoma. Das ist sozusagen der Ausblick für den heutigen Tag. Aber es ist vielleicht derzeit China, das ja immer diese Gaps nach oben bei den US-Futures produziert, die heute gleichwohl ja handeln. Und so ist es auch heute. Wir haben positive Aktienmärkte in China, negative dagegen in Japan. Und die Gründe will ich Ihnen gleich mal zeigen. Fangen wir mal an mit den positiven. Wir sehen hier, dass Chinas Notenbank hier ist, es den Zins gesenkt hat, Interest Rate für One-Year Loans, also praktisch für einjährige Ausleihen für Banken. Da hat man den um 0,1% gesenkt, um Business-Aktivität zu erleichtern. Wie es heißt, wahrscheinlich wird am Donnerstag dann nochmal eine Zinssenkung in einem anderen Bereich folgen. Das ist ja nicht so, dass China so etwas wie einen Leitzins hat, wie wir es hier im Westen haben. Jedenfalls ist das der Punkt oder der Grund, warum Chinas Aktienmärkte heute im Plus sind. Auch weil eben China interessante Zahlen wieder gebracht hat, nämlich Propaganda gebracht hat. Hier sehen wir die offizielle Statistik der Infizierungen außerhalb der Region Hubei, in der also die Hauptstadt Wuhan ja liegt, und man sieht, das ist absolut rückläufig. Wer es glaubt, wird unbedingt selig. Offenkundig ist es so, dass Chinas Propaganda eben die ganzen Fälle immer mehr nach Hubei verschiebt, nach Wuhan verschiebt, um sozusagen zu suggerieren, naja, ansonsten ist das Problem ja gelöst, nur in Hubei ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten alles gut, entspannt euch, wir werden bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Und ich glaube, das ist reinste Propaganda, die aber im Westen auf ganz offene Ohren stößt, denn man will genau das hören. Ein temporäres Problem, gleich wieder vorbei, kostet ein bisschen Wachstum, wird hinterher wieder aufgeholt. Und dann haben wir ja noch die Notenbanken, seht ihr, die machen doch etwas, die tun doch etwas, ist doch also alles gut. Warum sonst würden die Aktienmärkte auf Allzeithochs stehen, ist ja anders nicht zu erklären. Aber es ist vielleicht ein kleines Problem in dieser Auffassung, denn China hatte gesagt, naja, wir müssen jetzt mal den Gürtel enger schnallen, denn wir werden viel weniger Steuereinnahmen haben. Dementsprechend können wir auch nicht sehr viel mehr Geld ausgeben. Ja, wir werden da, wo es wirklich wichtig ist, Steuererleichterungen machen. Aber insgesamt müssen wir eben den Gürtel enger schnallen. Es wird den großen Stimulus nicht geben, so Chinas Finanzminister. Und eigentlich haben die Märkte oder die Aktienmärkte, die Finanzmärkte insgesamt, genau darauf gehofft, dass dieser große Stimulus kommt, dass sozusagen die große Geldflut kommt und alles wird wieder gut. Das wird aber nicht passieren. Wir haben ansonsten wirklich absurde Szenen, dass in Guangzhou zum Beispiel, in der Provinz Guangzhou, einer der großen Städte Guangzhou, auch in China, dass dort Geldscheine jetzt vernichtet werden, weil die offenkundig eben das Coronavirus übertragen können. Wenn man sich mal anschaut, was zu erwarten ist nach offiziellen Zahlen aus China an Reisebewegungen, und das ist ja sozusagen ein Synonym für die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit, dann hat man hier 80 Millionen Reisen sind bereits getätigt in Sachen Rückkehr aus dem Neujahrsurlaub, der ja aufgrund des Coronavirus verlängert würde. 120 Millionen werden bis Ende Februar noch gemacht und 130 Millionen kommen dann im März. Das heißt, der größte Schwung dürfte wohl erst im März kommen. Viele sind also noch gar nicht zurückgekehrt. Jetzt hat Foxconn zum Beispiel, diese Firma, die die iPhones für Apple herstellt, eine Prämie von über 400 Dollar ausgerufen, umgerechnet, damit die Arbeiter wieder zurückkehren. Das scheint also so zu sein, dass sie bisher nicht zurückgekehrt sind und auch offenkundig nicht zurückkehren wollen, sonst würde man nicht vergleichsweise saftige Prämien ausloben, dass sie zurückkehren. Also das ist der Stand der Dinge, von wegen schnelle Erholung der Wirtschaft, wenn die meisten Leute noch gar nicht da sind. Man schätzt, dass etwa 2/3 der chinesischen Wirtschaft komplett stillstehen. Praktisch nur noch 1/3 derzeit produziert wird, respektive überhaupt da noch passiert. Wir sehen, dass auch die Amerikaner jetzt langsam sagen, oh, könnte ein bisschen Wachstum kosten. Larry Kudlow hatte das gesagt, übrigens Richard Grenell, der Botschafter in Deutschland für die Amerikaner, hat gesagt, wer
in Sachen 5G mit unzuverlässigen, unsicheren Partnern zusammenarbeitet, in Klammern Huawei. Dem können wir leider keine Geheimdienstinformationen mehr geben. Nächste Drohung: am Freitag hatte ja die US-Behörde nachbörslich die Zölle für Airbus-Flugzeuge erhöht. Da ist also nach wie vor ein bisschen Spannung der Fall. Wir haben dann heute gesehen die Daten aus Japan, BIP, ziemlich katastrophal. Wir haben einen Rückgang von 6,3%. Das ist so stark wie zuletzt bei Fukushima, als damals dieser Atomreaktor ja ein kleines Problem hatte. Und es ist vor allem das Household Consumption, also der Konsum der Haushalte, der massiv zurückgegangen ist, weil eben die Japaner die ohnehin niedrige Mehrwertsteuer angehoben haben. Dementsprechend sieht man sofort, knackst es da sofort, sehen wir da einen Einbruch. Die Aktienmärkte in Japan deswegen negativ, während eben China positiv ist. In der Summe hat das die US Futures nach oben gebracht. Wir sehen insgesamt, dass wir massive Inflows, massive Zuflüsse haben in Anleihen. Das ist der größte jemals verzeichnete Zufluss in einer Woche, den wir haben in die Anleihenmärkte. Bei den Aktienmärkten schaut es nicht so wahnsinnig viel anders aus. Auch da sehen wir massive Zuflüsse, ist hier dieser blaue Balken. Also da ist derzeit offenkundig massiv, wird Liquidität in die Märkte gepumpt. Das erklärt, warum wir da stehen, wo wir stehen. Nicht, weil eben die Wirtschaftsdaten das rechtfertigen würde. Wir haben es am Beispiel von Japan gesehen. Hier sehen wir zum Beispiel die sogenannten Disruptors, also die großen Tech-Konzerne im Vergleich mit anderen Blasen, die wir haben, Hausblase, Biotech-Blase, Nikkei, Gold, mal in den 70er Jahren sehen wir hier, wir sind da weitaus drüber. Und wer zum Beispiel als amerikanischer Arbeiter einen Anteil am S&P kaufen wollte, der müsste jetzt 129,4 Stunden dafür arbeiten, mit Abstand so viel wie noch nie zuvor. Wir haben jetzt auch die Bewertungen natürlich der US-Märkte in Relation zum BIP auf absolutem Allzeithoch. Dementsprechend kann man nicht gerade sagen, dass die Märkte günstig sind. Schauen wir uns aber die Charts an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, der sich am Freitagabend erholt hat, die Charts von Capital.com. Dann jetzt mit der chinesischen Wunderkerze ein bisschen höher kommt. Man will glauben im Westen, alles ist gut. Man ist dankbar für chinesische Propaganda offenkundig. Wir sehen den S&P 500. Wie gesagt, die Futures werden ja bis heute Abend noch gehandelt bei 3.391, fehlt nicht mehr viel bis zur 3.400er Marke. Und der DAX dürfte um und bei 13.800 starten und damit wahrscheinlich angesichts der rosigen Perspektiven für die Wirtschaft in Sachen China ein neues Allzeithoch erreichen. Wir sehen Euro-Dollar. Der ist bei 1.0838, es bleibt bei der Dollarstärke. Gold lässt sich davon wenig beeindrucken, 1582, und das amerikanische Crude Oil, das ist über die 52er Marke gestiegen, man robbt sich so langsam aus den Tiefen. Das also ist derzeit die Perspektive, es wird wahrscheinlich heute nicht mehr allzu viel kommen in Sachen Aktienmärkte, weil eben der große Bruder nicht aufpasst. China übrigens macht jetzt absolute Orwell-Methoden 1984, damit die Leute sich an bestimmte Vorgaben in Sachen Gesundheitsprävention halten wegen Coronavirus. Da nutzt man also Big Tech, Big Data, um die Leute dann vollends unfrei zu machen. Jetzt wird aber gleichwohl die Realität für Chinas Machthaber eine gewisse Schwierigkeit bereithalten. Die Kritik wird immer größer und die Freude an der Propaganda aus China im Westen wird auch nicht gerade kleiner. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesem Montag und sage Servus und ciao.